Vor ein paar Tagen hat dieser Kanal tatsächlich die 1000 Abonnenten geknackt. Dafür erstmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Das ist zwar eigentlich nur eine Zahl, aber trotzdem bedeutet das, dass meine Videos 1000 Leuten von euch so viel geholfen haben, dass sie tatsächlich diesen extra Step gegangen sind und auf Abonnieren geklickt haben. Also nochmal von ganzem Herzen Dankeschön dafür. In diesem Zuge und weil ich in letzter Zeit immer wieder danach gefragt wurde, habe ich mir gedacht, mache ich heute mal ein Video, in dem ich auf meine Story eingehe, auf die Entstehung von Adamant Music und natürlich auch, wohin die Reise gehen soll. Also viel Spaß mit diesem Video und nochmal vielen Dank für deinen Support. Ich selbst komme auch über die klassische Musikerrichtung. Ich habe als Kleinkind angefangen, verschiedenste Instrumente zu spielen, angefangen mit Schlagzeug, dann relativ schnell zur Gitarre gewechselt und dann so im Laufe meiner Kindheit und Jugend einfach alles, was ich irgendwie an Instrumenten in die Hand bekommen habe, habe ich versucht zu lernen. Egal ob das Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Bass, verschiedene Percussion-Sachen, Gesang, Klavier, alles Mögliche. Ich will auf keinen Fall sagen, dass ich in allem von denen super gut bin, aber ich habe mir so von allem ein bisschen was angeschafft, das mir später dann geholfen hat beim Songwriting. Relativ schnell habe ich dann auch angefangen, mit Freunden eine Band zu gründen. Wir haben immer mal wieder auf so kleinen Straßenfesten gespielt. Aber irgendwie hat sich mit der Zeit rauskristallisiert, dass ich das Ganze mit einem anderen aus der Band, muss man fairerweise sagen, immer ernster genommen habe als die anderen. Ich wollte viel üben, ich wollte eigene Songs schreiben, obwohl man noch relativ jung war und die anderen haben nicht wirklich mitgezogen. Deswegen hat sich die Band dann aber auch bald wieder aufgelöst. Dann habe ich beschlossen, diesen Step erstmal nicht wiederzugehen und mich von anderen abhängig zu machen und habe sozusagen mein eigenes Solo-Projekt gestartet. Ich habe super viele eigene Songs geschrieben, immer mehr und immer mehr und dann hat sich auch das Interesse entwickelt bei mir nach Musikproduktion. Wie nehme ich meine eigenen Songs eigentlich professionell auf, dass ich sie jemand anderem zeigen kann zumindest oder im besten Fall natürlich auch schon veröffentlichen kann. Und da war dann quasi mein erster ursprünglicher Traumjob geboren. Ich wollte unbedingt Musikproduzent werden. Ich habe mir sehr viel selbst beigebracht über YouTube-Videos, einfach Trial and Error ausprobieren und schauen, was funktioniert. Habe mir so ein bisschen Software gekauft, habe mir ein kleines Studio zu Hause eingerichtet, meine eigenen Songs aufgenommen und nachdem ich dann nach und nach immer ein bisschen besser wurde, habe ich dann auch noch mit anderen Künstlern aus der Region zusammengearbeitet. Ich hatte also in Ingolstadt ein kleines Studio, habe mit anderen Musikern zusammengearbeitet, habe meine Musik aufgenommen und hatte diesen Traum, Musikproduzent zu werden. Nach meinem Abi bin ich diesem Traum dann auch gefolgt und habe in München an der deutschen Pop Musikproduktion und Musikbusiness studiert. Während dieser Zeit kam dann auch schon ein bisschen diese Business-Seite mit rein, weil ich mit verschiedenen Künstlern gearbeitet habe, die selber super fand und denen da helfen wollte. Ich hatte dann ursprünglich mal die Idee, ein Label zu gründen, um quasi diesen Musikern eine Plattform zu bieten. Das hat sich aber dann relativ schnell wieder in Luft aufgelöst und ich habe einfach diese Musikproduktionsvision weiterverfolgt. Nebenbei habe ich dann für einige Zeit noch Filmmusik gemacht, was so ein bisschen das Songwriting ergänzt oder ein bisschen auch abgelöst hat. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht, weil man einfach dadurch einen Film auf ein komplett anderes Level heben kann. Hab da die Musik für verschiedene Kurzfilme und auch einen Spielfilm gemacht, war in Edinburgh auf eine Filmpremiere eingeladen. War eine super Zeit, aber so nach und nach während dem Studium hat sich immer weiter herauskristallisiert. Eigentlich macht mir diese Business-Seite mindestens genauso viel Spaß. Ich habe einfach relativ schnell gemerkt, dass die Musikproduktion für mich super viel Spaß macht. Auch mit Bands, die man kennt, macht es mir auch extrem viel Spaß. Aber ich habe einfach gemerkt, dieser Weg zum Vollzeit-Musikproduzenten war für mich nichts. Ich mache das gerne nebenbei, auch heute immer noch mit Bands, die ich gerne mag. Aber ausschließlich im Studio sitzen und quasi einfach nur abarbeiten, das war für mich nichts. Nach meinem ersten Semester an der Uni habe ich dann von einem Münchner Label einen Job angeboten bekommen, den ich natürlich auch dankend angenommen habe. Habe dort anfangs sehr viel gemischt, verschiedenste Projekte für das Label, aber habe dann nach und nach immer mehr die Business-Seite auch mitbetreut. Ich war unter anderem für das A&R zuständig, habe also verschiedene Künstler gesucht, die zu dem Label passen würden. Ich habe den YouTube-Kanal und die Playlist des Labels auf über 100.000 Follower aufgebaut, habe mich darum gekümmert, also diese ganze Content-Management-Sache und bin auch immer wieder ins Marketing mit eingestiegen und habe die Releases gepusht. Da habe ich also super viel gelernt in dieser Zeit, wofür ich sehr dankbar bin, was mir heute immer noch extrem viel bringt. 2018 hat dann Adamant Music angefangen. Noch gar nicht so, wie es heute ist, sondern eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Eine befreundete Band, mit der ich schon länger gearbeitet habe, wusste, dass ich Musikproduktion und eben auch Musikbusiness studiere, mich also ein bisschen in diesem Bereich auskenne, hatte einen Labelvertrag von einem anderen Label vorliegen und hat mich gebeten, den einmal durchzulesen und so ein bisschen gegenzuchecken. Da musste ich dann leider feststellen, obwohl ich natürlich kein Anwalt bin, aber du hast es relativ schnell herausfiltern können, der Vertrag war einfach unterirdisch. Das war ein klassischer Knebelvertrag,
Die Band wäre auf bis zu 10 Jahre gebunden gewesen und natürlich habe ich ihn dann davon abgeraten. Dann standen sie natürlich erstmal wieder ohne Vertrag da und daraus ist dann Adamant Music entstanden. Ich wollte quasi einfach für diese Band die Business-Seite übernehmen und die Band sollte sich einfach weiter auf ihre Musik konzentrieren können. Angefangen hat das Ganze mit einem Verlag und Management, hat sich dann aber auch relativ schnell um Label, Booking etc. ergänzt. Mit der Zeit habe ich mein Wissen natürlich dann immer weiterentwickelt. Adamant Music hat sich um entsprechende Bereiche erweitert. Ich habe Mitstreiter gefunden und das Ganze ist immer weiter gewachsen. Ich habe dann nach und nach immer mehr Künstler unter Vertrag genommen, habe immer weitergemacht, versucht, mich weiterzuentwickeln, habe versucht, Adamant Music weiterzuentwickeln. Parallel ist dann natürlich diese ganze Content-Schiene entstanden, über die du mich wahrscheinlich gefunden hast. YouTube-Videos, verschiedenste Inhalte auf Social Media, Playlists, der Podcast mittlerweile etc. Ich habe versucht, jedem Künstler, egal welches Genre, egal welches Budget und egal welches Level, auf dem er sich gerade befindet, ich habe versucht, jedem Künstler das zu geben, was er gerade sucht. Heute würde ich Adamant Music als moderne Full-Service-Agentur für Musiker beschreiben. Warum Full-Service? Ganz einfach. Ich habe verschiedenste Bausteine, verschiedenste Bereiche, die man anbieten kann, arbeite am Anfang mit einem neuen Künstler erstmal dran herauszufinden, wo hapert es überhaupt, wo könnte er Unterstützung brauchen und was kann er alleine abdecken. Ich will niemandem was aufschwatzen, wenn er es selber machen kann. Deswegen schauen wir am Anfang, was ist die Ist-Situation, wo will der Künstler hin und wie kann man ihn entsprechend unterstützen. Aus den verschiedenen Bereichen von Adamant Music kann man sich dann quasi wie mit einem Baukastensystem seinen perfekten Deal zusammenbauen. Zusätzlich gibt es noch Beratungen, wo man quasi mit Künstlern zusammenarbeitet, um sie so entsprechend zu schulen, dass sie die ganzen Bereiche selbst abdecken können. Beispielsweise ein Künstler hat einen neuen Release, der ansteht, dann kann man ganz gezielt suchen, was ist die Zielgruppe? Auf welchen Plattformen sollte man den Release entsprechend wie vermarkten? Dann baut man ein Marketingkonzept auf, überlegt sich, wie man das am besten umsetzen kann etc. Der Unterschied zu den Services, zu den Dienstleistungen quasi, ist einfach, nachdem man diesen Plan aufgestellt hat, setzt ihn der Künstler um. Bei den Services, im Falle von einem Label zum Beispiel, setzen wir diesen Part natürlich mit um. Und zusätzlich läuft natürlich dieser Content-Bereich die ganze Zeit weiter. Ich versuche fast täglich neue Inhalte für euch zu posten, die entsprechend für die Musikkarriere sinnvoll sind, die Fragen beantworten, die ein bisschen motivieren, die verschiedene Dinge beleuchten und auch neue Ideen reinbringen. Ich möchte Musikern einfach helfen, in ihrer Karriere voranzukommen, egal auf welche Art. Und wo soll es jetzt in der Zukunft mit Adamant Music hingehen? Letztendlich ist mein Ziel, die Musikindustrie erstmal zu entstauben und dann zu revolutionieren. Aber warum entstauben und revolutionieren? Die Musikindustrie hängt meiner Meinung nach mindestens 15 bis 20 Jahre hinterher. Allein dieser Umstand, dass sich die Musikindustrie so lange gegen Streaming gewehrt hat oder so festgefahren ist auf den alten Strukturen, was vor 30 Jahren vielleicht mal super funktioniert hat, aber heute einfach nicht mehr klappt oder nicht mehr so effektiv ist, das schockt mich einfach. Man hat heutzutage durch Social Media, Streaming, YouTube und Co. so viele Chancen, die aber einfach nur klein geredet, schlecht gemacht oder einfach ignoriert werden. Und das finde ich schade. Das möchte ich gerne ändern. Ich möchte Musikern einfach zeigen, dass es heutzutage wirklich jeder schaffen kann, wenn man offen ist für neue Marketingmethoden und auch wirklich an seinen Traum glaubt und nicht festgefahren ist auf irgendwelchen alten Sachen. Jeder Musiker, und damit meine ich wirklich jeden, hat es heutzutage selbst in der Hand. Jeder kann es schaffen, sich eine Fanbase und eine langfristige Musikkarriere aufzubauen. Natürlich muss man erstmal wissen, wie das Ganze funktioniert. Man muss die Zeit mitbringen, natürlich auch die Lust. Oder man hat entsprechend kompetente Partner an der Seite, die das mit einem durchziehen. Und dafür ist Adamant Music da. Ich möchte mich einfach von diesen alten Strukturen entfernen, schauen, was funktioniert heute wirklich und da dann ganz gezielt drauf losgehen. Wie ich gerade schon angesprochen habe, besteht Adamant Music und soll auch weiterhin bestehen aus 3 Bereichen. Services, also quasi die Dienstleistungen für Musiker. Consulting, das sind quasi die Dienstleistungen mit den Musikern, also Beratungen, irgendwelche digitalen Produkte, Online-Kurse etc. Und natürlich der Content-Bereich. Letztendlich ist das Ziel, moderne Infrastrukturen aufzubauen, ein modernes Unternehmen aufzubauen, was jedem Musiker, egal welches Genre, egal welches Budget, egal welches Level, weiterhilft, seine Träume zu erfüllen. Abschließend möchte ich noch auf eine kleine Frage eingehen, die immer mal wieder so ein bisschen kritisch gestellt wurde. Warum sollte man mir vertrauen? Warum sollte man mit mir zusammenarbeiten? Warum sollte man mir glauben, was ich in den Videos erzähle? Ich mache niemandem was vor, dass ich super lange Erfahrung im Musikbusiness habe. Ich mache die Business-Seite jetzt seit 3 bis 4 Jahren. Das ist nicht viel, aber ich kann ganz klar sagen und damit voller Überzeugung dahinter stehen, ich weiß, was ich tue und ich weiß, was heute funktioniert. Ich sehe diese in Anführungszeichen fehlende Erfahrung als Vorteil für mich. Ich bin nicht auf irgendwelchen Strukturen festgefahren, wie ich vorhin angesprochen habe, die mal vor 30 Jahren funktioniert haben, sondern ich weiß, was klappt heute, wie kann man heutzutage einen Künstler aufbauen,
was muss ein Künstler mitbringen und machen, um sich schnell am Markt zu platzieren, Reichweite aufzubauen, eine nachhaltige Fanbase zu etablieren und dann entsprechend die Träume umzusetzen. Letztendlich bleibt es natürlich jedem selbst überlassen, wem er vertraut. Ich möchte niemanden dazu bringen, mir alles abzukaufen und nur meine Worte und meine Ideen für bare Münze zu nehmen. Macht euch immer ein eigenes Bild, schaut, was funktioniert für euch. Es kann ja sein, dass einfach irgendwelche Sachen, die ich aktuell übersehe oder die ich nicht gut finde, für euch trotzdem gut funktionieren. Macht euch einfach selber ein Bild. Aber nochmal der Appell an euch, den ich schon so oft gebracht habe. Seid offen für Neues. Ignoriert nicht die Möglichkeiten, die euch heutzutage geboten sind, durch Social Media, Streaming, verschiedenste Plattformen etc. Seid offen für Neues, schaut, ob das zu eurer Musik und zu euch als Künstler passt und gebt dem Ganzen eine Chance. Es ist völlig sinnlos, von vornherein irgendwelche Sachen auszuschließen, nur weil man das als neuen Trend sieht, weil man das irgendwie nicht so toll findet oder weil man denkt, dass es nicht zu einem passt. Verschließt eure Augen einfach nicht vor Neuem. Seid offen dafür, probiert Sachen aus. Wenn es nicht klappt, ist es ja auch kein Problem. Man kann nichts verlieren. Ich hoffe, ich habe jetzt einige Fragen zu mir, zu meiner Geschichte und auch zu Adamant Music beantworten können. Wenn du sonst noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare, schick mir eine DM oder schreib mir eine E-Mail. Ansonsten will ich mich einfach nochmal von ganzem Herzen für deinen Support bedanken. Das bedeutet mir wirklich super viel. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In Zukunft wird noch viel mehr Inhalt kommen. Und einmal noch vielen Dank, dass du mit auf diesem Abenteuer bist und auch in Zukunft hoffentlich dabei bist. Bis zum nächsten Mal und danke. Ciao.